Hallo und herzlich willkommen aus dem Glashaus. Heute waren wir bei der Raritätenmesse von Achenoa und haben ganz, ganz viele Samen gekauft. Und ja, die Anzucht ist voll im Gange. Das seht ihr mir wie im Hintergrund. Und was sich sonst noch im Garten alles Neues tut, das zeigen wir euch heute. Es ist schon viele Jahre her, 1800 irgendwas. In der Früh schon haben die Leute gewusst, heute oft noch da ist was los. Wir haben Offenbach für uns auf. Und da freuen wir uns schon drauf. Wir sind Grind, weil das Ringtheater brennt. Wir sind Grind, weil das Ringtheater brennt. Männer und Buben, Frauen und Maren sind dort gestorben. Wir sind Grind, weil das Ringtheater brennt. So viel Leute in dem Theater und es wär noch immer mehr. Hintern Vorhang haben's mit irgendeiner Lampen einmal leer. Und das Gas strömt wie noch was und schon geht's erst richtig los. Wir sind grind, weil das Ringtheater brennt. Wie's noch hintern Vorhang brennt hat, hat sich keiner sowas gedacht, dass das ganze Haus da hieße wird in der schwarzen Nacht. Doch das Feuer ist ein Hund, Fenster auf und es geht rund. Wir sind grind, weil das Ringtheater brennt. 2, 3. Wir sind grind, weil das Ringtheater brennt. Letzte Woche habt ihr gesehen, wie wir unseren Mandelbaum geschnitten haben oder schneiden haben lassen. Und aus den Resten wird heute etwas gebastelt. Keine Ahnung, ob es was wird, aber es wird experimentiert und ihr schaut dabei zu. Und jetzt stellen wir es auf. Es war ein Wese, kalte Nacht, sag wer schlecht oder hin, mit einer Schwanpuppe geht, die schöne Gräßlerin, oh, die schöne Gräßlerin. Da wuchter, komm vorbei und frag, ne Frau, da Kirchen die
Und wie unsere eifrigen Zuseher wissen, haben wir immer Neuerungen im Garten. Heute also das erste Vier gewinnt in Natur 3D. Das ist Deko! Ja, das war's schon wieder von einem wunderbaren Garteneinsatztag mit Bastelei. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise auf Instagram gesehen habe. Also wenn du coole Ideen hast, was ich mit den dicken Holzstäben vom Mandelbaum machen kann, dann schreib mir doch eine Nachricht, schreib uns eine Nachricht, schau auf unserem Blog vorbei und sammel weiter Ideen für uns, gib uns Ideen, schreib auch einen Kommentar dort unten hinein, das wäre echt super cool. Ja, und dann sehen wir uns in 1-2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Schrebergartenzeit. Tschüss! Ja, im Schrebergarten, im Schrebergarten. Jeder sei frei.